Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Willkommen beim Starterdepot. Wir bauen ein langfristig erfolgversprechendes Aktiendepot auf, haben uns dafür entschieden, in Dividendenaktien zu investieren, in Dividendenaktien, die auch dynamisch ihre Dividenden noch steigern können. Hier ist die Seite auf der Seite wachstumswerte.net. Da ist das Starterdepot vorgestellt, verlinke ich unten. Und wir arbeiten uns hier an diesem Kuchendiagramm ab. Haben hier die Gewichtung nach Branchen, die Zielgewichtung. Und wir sind jetzt quasi schon beim siebten Teil angelangt. Und das heißt, wir sind jetzt hier in dem Bereich Gesundheit, Gesundheitspflege und werden uns da drei erfolgversprechende Aktien anschauen. Und dann am Ende gibt es eine Abstimmung und ihr entscheidet dann, welche dieser Aktien in das echte Depot kommen. Und bevor wir das tun, wir waren im letzten Video hier bei der Abstimmung, wo es um eine Konsumaktie ging und gewonnen hat McDonald's. Und zwar habe ich das auch schon hier erfasst. Alle Abstimmungen sieht man hier unten. Das war der sechste Teil, der Aktienkauf eines Konsum-Champions. Ich hätte ja insgeheim gehofft, dass auch mal eine deutsche Aktie das Rennen macht, also bei CTS. Aber CTS ist McDonald's unterlegen mit 40 zu 32% der Stimmen und 27% der Stimmen haben für Walt Disney gestimmt. Was wir jetzt auch noch machen werden in diesem Video, das ist, ich werde einen Sparplan jetzt nochmal live anlegen. Wer schon Sparplan-Profi ist, beziehungsweise wen das nicht interessiert, der kann einfach weiterspringen. Ich verlinke auch unten dann die Sprungmarken zu den Aktienanalysen, die wir jetzt dann auch machen werden. Im Bereich Gesundheit. Es wendet sich aber auch, oder ich wende mich ja hier auch mit dem Starterdepot auch an Anfänger und für dieses Jahr auch dann vielleicht nochmal interessant, sich das Ganze hier anzuschauen, wie das dann in der Praxis funktioniert. In dem Beispiel jetzt bei der Consorsbank, da sind wir auch schon. Das ist unser Starterdepot. Wir haben ja im Juni angefangen damit. Das heißt, zum 1. Juli wurden schon zwei Sparpläne ausgeführt. Ja, erfreulicherweise sind wir auch mit beiden schon im Plus, trotz der Gebühren und Spreads. Wir machen jetzt einen neuen Sparplan und den machen wir jetzt für den Gewinner, also für McDonald's. Da gehen wir dann hier auf die Sparpläne, dann sehen wir auch gleich, welche Sparpläne es bereits gibt. Ich habe die hier schon angelegt. Wir investieren ja immer 500 Euro. Und die 500 Euro sind aber, also monatlich investieren wir 500 Euro, das ist unser Ziel. Und haben die 500 Euro natürlich noch nicht aufgebraucht, weil die Sparpläne, die kommen erst nach und nach mit dem frei gewordenen Geld oder beziehungsweise mit dem überschüssigen Geld. Das werden wir auch, bin ich ziemlich optimistisch, auch irgendwie investiert bekommen. Beispielsweise durch Einmalkäufe. Jetzt haben wir hier diese vier Sparpläne und wir machen einen neuen Sparplan eben für McDonald's. Und da kopiere ich mir jetzt schon mal die ISIN und habe sie hier. Und dann ist McDonald's auch schon gefunden worden. Und dann, ich mache hier immer Altersvorsorge. Mal gucken, ob das dann doch hinkommt, ob ich auch so geduldig bin und so lange investiere. McDonald's gebe ich dann dem Sparplan den Namen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, die immer zum ersten auszuführen. Man hat hier bei Consors auch die Möglichkeit, zum 15. es auszuführen. Warum gibt es nicht mehr Sparpläne? Also beziehungsweise warum gibt es nicht mehr Datümer, zu denen man das aussuchen kann? Das wird damit zusammenhängen, dass ein Online-Broker wie Consors bei der Comdirect wird es genauso sein, die Sparpläne bündeln muss, weil wir gehen ja hier hin und tun sehr kleine Summen investieren, also momentan 25 Euro hier in dem Fall. Und die Fixkosten, also das lohnt sich für den Broker erst, wenn er diese ganzen Sparpläne zusammen bündeln kann und die dann weiterleiten kann an die Börse, in diesem Fall in München. Und je mehr unterschiedliche Zeitpunkte er hier anbietet, umso niedriger wird dann das gebündelte Sparplanvolumen, was einmal weitergeht und desto unrentabler wird es dann für den Online-Broker. Ist jedenfalls meine Meinung, dass es so ist. So, dann das wäre zum 1. August. Wir haben dann die erste Ausführung, das ist jetzt der 12. Juli. Und das ist natürlich Open End und wir machen 25 Euro. Noch keine Dynamik, also noch keine Anpassung des Sparplanhöhe. Wenn, dann machen wir das händisch irgendwann. Und dann hätten wir hier die IBAN und das ist
mein Verrechnungskonto, das zu dem Depot hier gehört. Klicke ich hier auf Weiter und kriege dann wahrscheinlich gleich eine TAN, genau, die ich dann bestätigen muss. Und da ist sie auch schon angekommen. Und die tippe ich jetzt mal ab. So, bestätigt das Ganze. Und dann ist es auch schon durch. Und ich glaube, wenn ich hier draufklicke, dann kann ich wieder die ganzen Sparpläne sehen. So, und jetzt haben wir auch McDonald's. Jetzt haben wir also 5 Sparpläne zu je 25 Euro. Die 3 sind nämlich ausgeführt werden geworden. Die 2 sind schon ausgeführt worden. Das habe ich ja eben im Depot gezeigt. Ja, so einfach ist es vom technischen her gesehen. Ich habe auch einen Dauerauftrag angelegt. Ich schaufel mir immer dann auf das Verrechnungskonto 500 Euro zum 26. eines Monats, sodass dann ich mir sicher sein kann, dass zum 1. eines Monats alle Sparpläne eben abgebucht werden können, sodass dann genügend Liquidität vorhanden ist. So viel zum Depot bzw. zum Sparplan, wie es geht. Wer noch kein Online-Broker hat, der darf dann gerne, das verlinke ich jetzt hier auch dann im Video, ein Depot eröffnen im Rahmen eines Affiliate-Programms. Das heißt, wir bzw. ich bekomme dann Provision und reiche die Provision zum Teil gleich wieder an dich weiter in Form von einer Vollmitgliedschaft im Aktienfinder. Ich bin übrigens der Betreiber der Seite aktienfinder.net und Gründer. Es ist ein Aktienscreener, wo es darum geht, Aktien mit langfristig steigenden Gewinnen zu finden, um von langfristig steigenden Dividenden und Kursgewinnen zu profitieren. Den Aktienfinder in Action, den sehen wir gleich. Vorher noch den kleinen Disclaimer, Risikohinweis. Ja, mit Aktien kann man Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe auch keine Kaufempfehlung ab. So, das wäre mal das mit dem Risikohinweis gewesen. Jetzt aber zur eigentlichen Geschichte. Jetzt geht es um ein Gesundheitsunternehmen und wir sind jetzt hier im Aktienfinder, im Screener selbst. Und das sind alles jetzt hier, ich habe schon mal eingeschränkt auf die Branche Gesundheitspflege. Und ich musste am Anfang immer erst hingehen und aus all den Aktien 3 erfolgversprechende auswählen, aus denen abgestimmt werden kann. Dabei muss ich mich natürlich auch immer daran orientieren, welche Unternehmen Aktien sparplanfähig sind. In meinem Fall bei Consors, wobei Consors ja relativ gute Auswahl schon hat mit über 300 Aktien. Ich habe gefunden dann hier Fresenius, Medtronic und die United Health Group und die Aktien werde ich auch jetzt vorstellen. Ich hatte mir kurz überlegt, ob ich CVS reinnehmen soll und CVS antreten lassen soll gegen United Health Group, die ja auch direkte Konkurrenten sind. Problem ist, CVS ist nicht besparbar, nur eine Tochter von CVS ist besparbar. Deshalb habe ich es dann am Ende auch sein lassen. Ich denke aber, mit Medtronic ist auch eine gute Alternative drin. Was auch interessant gewesen wäre, wäre Coloplast gewesen aus meiner Sicht, aber die sind wiederum nicht besparbar. Nun gut, wir haben aber 3 gute Aktien, denke ich, die besparbar sind und können uns jetzt auf die hier beschränken. Und dann fangen wir mal an mit Fresenius. Fresenius, da habe ich auch mal eine Aktienanalyse zu gemacht. Fresenius hat seinen Sitz übrigens in Bad Homburg und ich bin Bad Homburger, aber das ist jetzt kein Home Bias, weshalb ich mich für Fresenius entschieden habe. Man sieht ja hier schon, dass wir hier tatsächlich ein Unternehmen haben mit langfristig steigenden, fangen wir mal erst hier an, langfristig steigenden Umsätzen bei recht stabilen Margen und das übersetzt sich dann in langfristig steigende Gewinne, Dividenden, auch operative Cashflows. Den Hügel kann ich übrigens nicht erklären, warum die Analysten denken, dass der Cashflow pro Aktie so stark anziehen soll und in 2021 wieder sinken soll. Aber ich denke, wir kommen trotzdem relativ gut damit klar. Zu Fresenius hatte ich, wie gesagt, schon mal ein Video gemacht und ich habe hier einfach mal mein Excel aktualisiert. Jetzt geht es einfach darum, mal das Unternehmen etwas vorzustellen. Fresenius Gesundheitsdienstleister haben 4 Sparten. Fresenius Medical Care, die sind auch selbst börsennotiert, ist Tochter von Fresenius SE, ist das größte Segment betriebswirtschaftlich gesehen, machen Umsatz von 16,5 Milliarden. Was übrigens interessant ist, ist, dass alle Segmente sind profitabel. Also hier ist ja das EBIT, hier ist der Umsatz.
Und wie gesagt, Fresenius Medical Care, worum geht es da? Da geht es insbesondere um Dialyse, also die kümmern sich um Menschen mit Nierenversagen. Ist leider auch ein Wachstumsmarkt, genauso auch wie Diabetes. Und Diabetes ist übrigens eine der Hauptursachen für Nierenversagen wiederum. Und wir sehen hier, dass es eben profitabel ist, dieses Business. Alle anderen sind da an sich auch profitabel. Fresenius Kabi, die stellen im Prinzip Medikamente her. Übrigens machen die auch Biosimilars jetzt, haben wir jetzt angefangen, haben da eine Übernahme gemacht, damit sie da in dem Feld tätig werden können. Und die werden jetzt relativ bald einen Generika, wenn man das so nennt im Bio-Bereich, bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber die werden jetzt bald eine Kopie von Humira auf den Markt bringen in Europa und ein paar Jahre später dann auch in den USA. Und Humira, das ist ja der Kassenschlager von AbbVie. Und über AbbVie habe ich auch vor kurzem eine Analyse gemacht. Die sind also dann ein direkter Konkurrent Fresenius Kabi von AbbVie. Und Fresenius Kabi auch deshalb interessant, weil im Rahmen von diesem Segment wollte man ein US-Unternehmen namens Aquan übernehmen. Und das hat für Schlagzeilen, negative Schlagzeilen gesorgt, weil Aquan-Übernahme nicht zustande kam. Da kam es zu einem Gerichtsverfahren, weil das Management wollte, oder die Shareholder, weiß ich jetzt gerade nicht genau von Aquan, aber jedenfalls auf Seiten von Aquan wollte man die Übernahme durchklopfen. Fresenius ist abgesprungen, aufgrund, ja, im Prinzip aufgrund von eines Betrugs auf Seiten von Aquan, da wo Zahlen gefälscht worden sind. Fresenius ist aber aus der Nummer rausgekommen, hat aber für negative Stimmung gegenüber Fresenius gesorgt, weil Übernahmen ein Teil sind, eben wie Fresenius wächst, und da wäre es mal beinahe schief gegangen. Dann haben wir noch Fresenius Helios, Krankenhausbetreiber, und Fresenius Vamed, schon fast unter ferner liefen, Projektmanagement, insbesondere für den Bau von Krankenhäusern. So sieht's aus. Wie es ums Wachstum bestellt ist, werden wir gleich sehen. Nämlich, da haben wir momentan eher einen Dämpfer. Man sieht ja hier, dass wir wachsende Umsätze hatten lange Zeit, und dann ab 2017, 2018 haben wir hier eine Seitwärtsbewegung, und die Margen waren auch leicht rückläufig, und das übersetzt sich dann eben auch hier in kaum noch steigende Gewinne, beziehungsweise jetzt hier leicht rückläufige Gewinne. Aber die Dividenden steigen schön weiter, wir machen einen operativen Cashflow weg, dann skaliert es ein bisschen netter. Und wir sehen sogar, dass das Dividendenwachstum hier, das sieht man schon optisch, in den letzten Jahren eher stärker angezogen hat. Und jetzt hier den kleinen Rückgang beim Gewinn. Warum der kleine Rückgang beim Gewinn? In den USA gibt es eine Restrukturierung in dem Medical-Bereich, also hier bei Fresenius Medical Care. Da ist momentan relativ wenig Gewinnwachstum. Und auch bei Fresenius Helios, bei den deutschen Krankenhäusern, da ist die Auslastung nicht so hoch, wie man sie gerne hätte. Und hier haben wir einen Trend hin zur ambulanten Versorgung. Und Fresenius versucht sich darauf einzustellen. Ambulante Versorgung ist sicherlich günstiger, als wenn man die Patienten im Bett liegen lässt. Und vielleicht auch schöner für den Patienten, wenn er zu Hause sich kurieren kann, als im Krankenhaus. Und da hat Fresenius jetzt gerade etwas Gegenwind. Und bei Fresenius Medical Care, die machen den meisten Umsatz in den USA, ungefähr 70%, da ist auch Gegenwind. Und auch da gibt es ja Tendenz, die Kosten zu drücken im US-Gesundheitssystem. Das haben wir auch erst im letzten Video oder in einem der letzten Videos besprochen, wo es dann auch um Amgen und Novo Nordisk ging, die ja auch darunter leiden. Gut, nichtsdestotrotz, die Dividenden steigen weiter an. Und was ja vielleicht das einen Leid, das anderen Chance ungefähr. Wir haben ja einen Kursrückgang erlebt, einen relativ starken bei Fresenius. Die waren mal fast 80 Euro teuer. Momentan kosten sie 47 Euro die Aktie. Und der operative Cashflow haben wir gesehen, da gibt es so einen komischen Hubbel. Deshalb nehme ich den mal bei der Fernwertberechnung raus. Wenn wir jetzt aber den Fernwert basierend auf dem Gewinn oder der Dividende nehmen, dann legen wir da zwischen 66 und 68 Euro. Wobei man sich natürlich auch fragen muss, ob das jetzt basiert ja auf historischen Bewertungen, und in der Historie ist der Fresenius relativ schnell gewachsen, wie man hier sieht. Momentan
haben wir ja hier eher eine Seitwärtsbewegung, bis es hoffentlich dann mal wieder anzieht. Das heißt, ob wir dann die historischen Multiples haben werden, wieder in Bälde mit KGVs von über 20. Momentan haben wir 13. Das ist natürlich, das kann man zu Recht hinterfragen, aber schon wenn wir einfach nur KGVs wieder sehen würden von 15, 16, 17, dann wäre ja auch wieder irgendwann deutlich über dem von knapp 13 momentan. Das heißt, wir könnten dann ja auch wieder mit steigenden Kursen rechnen. Die Dividenden selbst, die sind ja gut gedeckt, wie man hier sieht am Free Cashflow. Da muss man sich wohl keine Sorgen machen. Wird man auch gleich in der Fundanalyse nochmal sehen. Und da ist vor allem das hier interessant. Da sehen wir die, ich zeige mal, ich ändere mal das Layout, dann sieht man es noch besser. Da sieht man den hohen Goodwill-Anteil bei Fresenius, der im Zeitverlauf immer weiter gestiegen ist. Momentan ist der Goodwill bei 27 Milliarden. Fast, naja, nicht ganz so hoch wie das Kernvermögen, 36 Milliarden. Was jetzt aber nochmal die Sicherheit der Dividenden angeht, da ist das hier nicht schlecht. Das sehen wir hier die Tilgungskraft. Also der Cashflow abzüglich Investitionen und Dividenden ist immer positiv, war 2008 mal negativ. Und die Dividenden werden recht locker gedeckt. Dividenden ausgeschüttet worden, auch die letzten 4 Quartale in Höhe von 900 Millionen. Der freie Cashflow betrug aber fast 1,6 Milliarden, das heißt 680 Millionen blieben über. Wenn man sich die Schuldenquote ansieht, dann ist der auch ziemlich konstant. Es lag bei 66% in 2008 und liegt momentan bei 60%, also noch langfristig gesunken. Von daher nicht schlecht, oder sage ich jetzt mal, ist soweit okay. Ja, was die Dividende angeht, schauen wir uns das mal hier an. Da sehen wir momentan Dividende von 1,7%. Und die war in 2015, 2016 deutlich niedriger. Da gab es unter einem Prozent. Ist jetzt natürlich angestiegen, weil der Kurs, wie man hier sieht, gefallen ist. So viel mal zu Fresenius fürs Erste. Dann kommen wir mal zu Medtronic. Und hier bin ich schon auf der Seite oder auf der Webseite von Medtronic. Medtronic ist der, ja, größte Hersteller medizinischer Geräte. Die haben angefangen im Prinzip über Reparatur von medizinischen Geräten, kurz irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg, und haben dann aber bei der Eigenentwicklung angefangen mit Herzschrittmachern. Von denen stammt der batteriegetriebene Herzschrittmacher. Ich habe auf Wikipedia gelesen, wenn das früher so gewesen ist, dass es einen Stromausfall gegeben hat, dann sind Leute gestorben, weil die Herzschrittmacher noch nicht batteriegetrieben waren. Und Medtronic hat eben dafür gesorgt, dass es nicht mehr so ist. Und das stärkste Segment bei Medtronic ist nach wie vor das, wo es darum geht, eben ja, Herzrhythmusstörungen zu beheben, zu behandeln. Gibt noch andere Segmente hier bis unten zu Diabetes, also Novo Nordisk Eskrysen. Die sind aber auch dabei, chirurgische Instrumente zu verfeinern, ganz allgemein, noch Schmerzbehandlung. Ich bin da jetzt kein absoluter Gesundheitsexperte, sind auf jeden Fall hier die 4 Säulen, beziehungsweise die 4 Segmente von Medtronics. Und wenn man sich das Ganze mal im Aktienfinder anschaut, dann gucken wir erstmal hier nochmal auf die Umsätze und auf die Margen. Und dann fällt einem wahrscheinlich auf, dass hier die Umsätze nach oben gesprungen sind und die Margen nach unten gegangen sind. Und wenn man so einen Sprung in Umsätzen sieht, dann ist das in den seltensten Fällen organisch. Das heißt, da gab es eine größere Übernahme. Und da habe ich nachgeschaut. Dieses Unternehmen hieß Covidien, was übernommen worden ist. Das war ein irisches Unternehmen, beziehungsweise Sitz in Irland. Und Medtronic hat dann aus steuerlichen Gesichtspunkten sein Unternehmenssitz von den USA nach Irland verlagert. Man sieht ja hier die irische Flagge, aber die ISIN ist, okay, ISIN ist auch irisch, aber im Prinzip, also operativ haben sie ihr Hauptquartier nach wie vor in den USA und operativ eigentlich betriebswirtschaftlich ist es war nach wie vor ein US-Unternehmen, nur aufgrund von steuerlichen Gesichtspunkten sind sie, wie gesagt, in Irland jetzt. Und die haben dieses Unternehmen Covidien für 43 Milliarden US-Dollar übernommen. Und man sieht, dass auch die Margen gesunken sind. Das muss man ja erstmal verdauen, das Ganze. Und sicherlich hat Covidien niedrigere Margen gehabt. Habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber es wird wahrscheinlich so sein. Wir sehen aber hier jetzt dann wieder einen positiven Trend.
Also der Margenrückgang ist gestoppt und man sieht jetzt hier zum ersten Mal wieder, dass es aufwärts geht. Hier ist dann eine operative Marge von 20,1 auf 21,7% wieder gestiegen. Und Optimisten sind ja, oder die Analysten sind meistens recht optimistisch bei den Schätzungen und die gehen dann von weiter steigenden Margen aus. Natürlich auch der Vorstand, der ist ja auch immer ein Berufsoptimist. Und dann ebenfalls wieder weiter steigende Umsätze. Das Ganze übersetzt sich dann eben hier oder hat sich erstmal hier übersetzt. Die sinkenden Margen haben zu sinkenden Pro-Aktie-Kennzahlen geführt, beim Gewinn und beim operativen Cashflow auch. Und wenn das jetzt diese Restrukturierung abgeschlossen ist, ich habe auch den Bericht oder den Letter des Vorstands gelesen im Jahresbericht. Und da wurde es auch so dargestellt, dann könnten wir jetzt dann wieder wirklich steigende Gewinne auch haben. Die Dividenden, die steigen die ganze Zeit sowieso schon und die sind, soweit wie man auch am Free Cashflow sieht, nicht gefährdet. Interessant auch hier, dass die Kurse jetzt gestiegen sind. Das heißt, die Börse mag es jetzt genau, da scheint es ebenfalls so zu sehen. Wir hatten hier einen kurzen Seitwärtslauf, aber im Prinzip langfristig schon steigende Kurse. Und jetzt nochmal ein Kurssprung auf derzeit genau 100 US-Dollar. Aha. Und einen fairen Wert hingegen bei nach operativen Cashflow und Gewinn von zwischen 75, 76 US-Dollar. Aber wenn natürlich das hier so anzieht, wie prognostiziert, dann hätten wir schon relativ bald einen fairen Wert, basierend auf dem Gewinn und auch basierend auf dem Cashflow, dann im Folgejahr in 2021. Was die Entwicklung der Dividenden angeht, haben wir momentan immerhin eine Dividende, die 2% übersteigt und im nächsten Jahr 2,13%, 2,26% und dann 2,43%, also fast 2,5% in 2022, aber nicht zum Ende des Geschäftsjahres, des hier Kalenderjahres zum 30.04., dem Kalenderjahr zum 30.04. Sollen wir noch in die Vollanalyse gehen? Ich glaube, ich verzichte mal drauf. Wir gehen gleich zum nächsten United Health Group. Ich habe mir auch nichts notiert, dass es da irgendwas Besonderes gegeben hätte. United Health Group, das ist der größte Gesundheitskonzern in der Welt. Die haben eine Marktkapitalisierung von 222 Milliarden. Die sind in Konkurrenz von CVS oder CVS Health. Das heißt, sie sind auch im Pharma Benefit Program, PBM. Das heißt, die verhandeln für Gesundheit, für Krankenversicherer beispielsweise mit den Pharmaherstellern und sind dann verantwortlich darauf, ob man Medikamente am Ende in die Liste der erstattungsfähigen Medikamente schaffen oder nicht. Die bieten auch selbst Krankenversicherung an und im Gegensatz zu CVS Health haben die momentan keine massiven Probleme. Man sieht, dass die Umsätze schön steigen. Man sieht auch, dass die Margen noch sehr stabil sind in den letzten Jahren. Die waren mal ein bisschen höher, 2,3 bis 2,7. Dann ging es runter und seitdem ist das Ganze aber doch sehr, sehr stabil. Und die Umsätze, die ziehen auch sehr, sehr stabil an. Was die Dividendenpolitik angeht, die wurde ganz offensichtlich mal geändert. Lange Zeit gab es überhaupt keine Dividende. Dann gab es 1 Cent Dividende, 2, 3 Cent Dividende. Und dann ab 2,10 ist die Dividende dann massiv angestiegen und steigt weiterhin doch recht stark an. Man sieht dann auch hier die Dividendenrendite, die lag bei 0,06% und dann irgendwann bei 1,24% ab 2010. Und seitdem läuft es mehr oder weniger seitwärts, momentan rund 1,5%. Was den fairen Wert angeht, da können wir den Gewinn gut nehmen, den bilanzierten Gewinn. Zum operativen Cashflow kann ich noch was sagen übrigens. Wenn man sich den operativen Cashflow mal einblenden lässt, dann sieht man hier so einen Zacken nach oben und dann wieder nach unten. Und ich habe mal geguckt im Geschäftsbericht, was das damit auf sich hat. Und das war eine Zahlung über 5,1 Milliarden. Ich weiß gerade nicht mehr von wem, aber es war eine Zahlung über 5 Milliarden in 18, die aber eigentlich in das Folgegeschäftsjahr gehört hätte, bilanztechnisch gesehen. Das führt dazu, dass der operative Cashflow eben hier etwas zu hoch im Prinzip ist und hier etwas zu nieder ist. Ist natürlich schon richtig, was die Kapitalflussrechnung angeht, aber betriebswirtschaftlich gesehen
sieht es eher so aus, dann wie hier der Gewinnverlauf das Ganze darstellt. Das heißt, bei der Berechnung des fairen Werts, da können wir hier diesen operativen Cashflow für die beiden Jahre gar nicht nehmen. Da müssten wir dann hier ins Folgejahr gehen. Machen wir auch mal. Das heißt, dann wären wir am 31.12.2019. Da wäre dann der faire Wert zwischen 204 und 226 US-Dollar. Und der Kurs liegt momentan bei 261 US-Dollar. Also ist der Kurs, ist die Aktie leicht überbewertet, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite haben wir weiterhin steigende Gewinne. Wir haben den Sparplan, das heißt, wir steigen sukzessive in die Aktie ein, wenn sie in die Abstimmung gewinnen würde, so dass es nicht so schlimm ist, wenn dann der Kurs auch mal wieder zurückgehen würde. Der faire Wert Dividende, den kann man durch die geänderte Dividendenpolitik so erstmal nicht wirklich nehmen, deshalb habe ich den auch ausgeblendet. Was wir auch noch machen können, das ist hier, möchte ich mal noch die Dividendenkennzahlen zeigen. Also von der Marktkapitalisierung her ist United Health Group mit Abstand das größte Unternehmen, gefolgt von Medtronic und dann kommt Fresenius. Hier die Dividendenrendite hatte ich, glaube ich, schon mal durchklingen lassen. Medtronic hat die höchste Dividende momentan, 2%. Und die Ausschüttungsquoten, die sind überall im grünen Bereich. Also bei keinem dieser drei Unternehmen halte ich die Dividende für gefährdet. Wir haben übrigens zwei Dividendenaristokraten unter den Kandidaten, nämlich Fresenius. Bin mir gar nicht sicher, ob die noch der einzige Dividendenaristokrat sind oder ob vielmehr mittlerweile auch schon Dividendenaristokrat ist. Medtronic jedenfalls schon seit 42 Jahren Dividendensteigerung am Stück. United Health Group, natürlich haben wir ja gesehen, dass die Dividendenpolitik sich erst geändert hat. Aber ich lege auf diese Zahlen eh nicht so großen Wert persönlich. Wir haben dann hier die Steigerungsraten bei United Health Group, 70% im Jahr in den letzten 10 Jahren, kann man natürlich nicht für bare Münze nehmen oder ist nicht repräsentativ, weil natürlich hier die Dividendensteigerung der Jahre noch drin ist, bezogen auf die Jahre, wo die Dividende quasi nicht existent war. Aber ab 5 Jahre Dividendensteigerung kann man das ernst nehmen. Ich mache es noch ein bisschen größer. So, ab 5 Jahre durchschnittliches Dividendenwachstum kann man es ernst nehmen und da kommt United Health Group auf 26%, das ist ganz ordentlich. Geschätztes Wachstum bei 14%, natürlich weniger als 26%, aber immer noch zweistellig und auch nicht schlecht. Niedrigeres Dividendenwachstum geschätzt bei Fresenius und Medtronic, 8% bei Fresenius, Medtronic 6,5% und die Dividenden bei allen ganz stabil, bei United Health Group etwas weniger stabil, weil wir eben hier diesen Übergang oder diesen Wechsel in der Dividendenpolitik hatten. Aber den können wir uns ja erklären, diesen niederen, relativ niedrigen Wert im Vergleich zu den anderen. Und ist dann auch nicht negativ zu sehen aus meiner Sicht. Man kann in den Dividendenbenchmark nochmal gehen. Das heißt nochmal, zum ersten Mal. Und da vergleichen wir hier die drei Unternehmen miteinander, wie sich so die Dividende entwickelt. Sieht man hier nochmal den Ausgangspunkt. Der hätte mit Tronic die höchste Dividende Ende des Geschäftsjahres. Hat aber auch, wird dann aber überholt von United Health Group in 2025 und ab da würde dann die United Health Group, was die Entwicklung der persönlichen Dividendenrendite angeht, von dannen ziehen. Wir haben dann hier United Medtronic und Fresenius, die geben sich eigentlich wenig, was das Dividendenwachstum angeht. Gut, dann würde ich mal sagen, dass das die drei Unternehmen sind, die wir zur Abstimmung geben. Wenn ich eine Einzelanalyse gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich noch mehr zu gesagt zu Medtronic und United Health Group. Aber ansonsten glaube ich, werden die Videos einfach zu lang, wenn ich da so viel dazu erzähle. So, in diesem Sinne nochmal danke fürs Zuschauen. Bin gespannt, wie die nächste Abstimmung ausgeht. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!